Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Subnautica, meine lieben Freunde. Es geht wieder weiter. Wir sind hier im Tempel der Glückseligkeit, denn irgendwie sind hier keine Gegner und das ist eigentlich ganz schön. So ruhig hier. Und diese 2D-Mäßigkeit quasi. Es ist nichts unter mir und über mir auch nicht. Ach, das ist schön. Oder? Ganz anders im Wasser. Naja, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier in diesem Tempel und haben in der letzten Folge hier die vier Portale geöffnet. Und ja, gucken uns jetzt hier natürlich weiter um. Und ich kann schon mal sagen, ich nehme relativ vieles gerade im Bulk auf. Das heißt, ich kann leider auf eure ganzen Kommentare in den letzten Folgen, die werde ich erst in 5 Wochen lesen oder so. Das heißt, das bringt mir jetzt nichts, falls ihr mir da jetzt riesige Tipps gebt oder so. Nee. Wir haben gerade den 11.3. Ja, und ich weiß gar nicht, wann diese Folge hier rauskommt. Also, von daher, ja. Ist zwar nett, wahrscheinlich, aber wird nichts bringen. Ich muss hier alleine durch. Ich muss hier alleine durch. So, ja, weiter geht's. Nur das zur Info. Also, wir haben die 6 Räume abgeklappert. In der Mitte waren ja 2 so eine, einmal mit der Rutschbahn, die wollte ich gerne fahren, aber ging nicht. Und das andere war ja mit der, ach, den kann ich scannen. Und das andere war ja das Museumsdings. Ach, der produziert die Ionenwürfel mit dieser Energie. Wenn ich das jetzt wegnehme, geht die Energie wieder los und er produziert neue. So ist das. Was habe ich denn hier noch drin? Nur noch einen. Ja, dann können wir ja eigentlich nochmal abbauen. Welcome aboard, Captain. Das ist ja ganz geil. Also haben wir eigentlich theoretisch eine unendliche Quelle an Ionenwürfeln, oder? Zack, 3 Stück. Und jetzt geht es nämlich da wieder los, oder? Ja. Okay, krass. Jetzt wieder jetzt neue Ionenwürfel. Naja gut, das ist ja nicht schlecht. So, jetzt müssen wir gerade überlegen. Da unten sind wir hergekommen. Da oben geht es weiter, aber es geht auch gegenüber weiter, ne? Gehen wir erstmal nach oben. Gehen wir erstmal nach oben, gucken uns da mal um. So, ich wollte auch nochmal gucken. Wir haben ja auch hier ganz, ganz viel gescannt. Artefakte. Da, dieses Schwert zum Beispiel. Antikes Schwert von der Erde. Okay. Dann Biomaterie. Partikulator. Dieses Gerät enthält ein höchst instabiles radioaktives Isotop, das wahrscheinlich alle Organismen, die ihm ausgesetzt werden, zerstört. Physikalische Strukturen aber intakt. Okay. Fremdartige Schnitzerei. Bla, fremde Skulptur. Fremder Baustein. Organisch als auch mechanisch. Man könnte auch einfach sagen, organisch und anorganisch. Holographischer Projektor. Das sind halt alles Sachen, die wir aber nicht bauen können. Ne? Das sind halt irgendwie, die machen das Spiel schöner und voller, aber bauen können wir die jetzt, glaube ich, nicht. Nanobots. Rudimentäre Tafel. Dieses Gerät hat viele Gemeinsamkeiten mit den Tafeln. Die sind, ja, schon gedacht. Und dann haben wir diesen Boomerang. Sensorimplantat. Okay. Und Übersetzungsgerät. Ja, das Gerät hat linguistische Daten von über 1000 verschiedenen. Das müsste ich halt bauen können. Das wäre ganz geil, oder? Dann hier Forschungsdaten über den Seeimperator. Ist eigentlich das Viech draußen. Ist es der Seeimperator? Der grünen Mond zu unterstützen, dieser hier Arte nach oben kann. Korrigieren. Fremde Forschungsdaten zeigen, dass sich dieses Tier, diese Tierart trotz ihrer Größe ausschließlich von Mikroorganismen ernährt, die aus dem Wasser filtert. Dafür ist aber also ziemlich böse. Fortpflanzung, Enzym 42, das haben wir schon mal gehört. Imperator stellt Enzym zu einem Magen her. Brauchen wir nicht dieses Enzym, um uns zu heilen, oder wie war das? Seine Nahrung zu verdauen, Wasser ab.
wurde festgestellt, dass diese Substanz die Auswirkung des Bakteriums neutralisiert. Da! Seine Gegenwart würde erklären, wie das Leben auf dem Planeten bleibt weiterhin offen, wie das Enzym verteilt wird. Gesundheit. Vergleich mit einer 1600 Jahre alt. Beurteilung. Ein gesundes Imperator-Exemplar hatte möglicherweise ein gewisses Potenzial für eine Heilung geboten. Es ist aber unwahrscheinlich, dass irgendein Forschungsobjekt das Quarantäneverfahren überlebt hat. Also das ist nicht der da draußen. Der ist, glaube ich, hier... Also das ist dann wahrscheinlich nochmal eine Nummer größer, kann ich mir vorstellen. Der Seeimperator. Dann hier, Projektdaten zum Enzym 42. Laut den übersetzten Datenprotokollen wurde eine einheimische Leviathanart entdeckt, die eine einzigartige Substanz produziert. Ja, das ist ja der Imperator. Aber die Enzyme. Das Exemplar wurde gefangen und in einem eigens dafür gebauten Lebensraum für weiteren Studien aufbewahrt. Die fremden Forscher waren sehr bemüht, die Umweltbedürfnisse der Lebensform zu erfüllen, inklusive dem Einbringen voneinander abhängiger Pflanzen und Tiere durch den Strom. Und trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand schnell. Als die Quarantäne verhängt wurde, wurden alle Sprungtore und Kraftfelder versiegelt. Alle Versuche, das Enzym zu einem Impfstoff zu entwickeln, waren erfolglos. Okay. Ventilationskontrolle. Wasser, das zu und von der Hauptsicherungseinrichtung fließt, wird immer Feuer, Zufluss, Abfluss. Ist ja sehr schön. Dann haben wir noch den Ionenwürfelfabrikator. Glubscher auf dem Weg in die Sicherungseinrichtung. Das ist halt auch. Was interessiert mich das? Okay. Ja gut, jetzt sind wir aber schon mal ein bisschen schlauer geworden. Und zwar, was nämlich die Tierarten angeht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Daten, Daten aus Scans, Daten aus Kontrollen, einheimische Lebensformen, Tiere, Leviathane. So, das ist nämlich der Seedrache, ne? Griffrücken, Phantom, Jungtier. Hiervon brauche ich halt noch den großen. Habe ich den Cheliceratops? Wann haben wir den denn eigentlich gesehen? War das der, der neben uns wohnt? Das hier sind die Skelette, die ich bis jetzt... Ja, okay. Machen wir weiter jetzt. Genug gelesen. So. Was steht denn hier? Ich möchte dir helfen. Das hatten wir. Übersetze. Ahnung. Impfstoff, Entwicklung. Dieser Raum scheint biologisch. Ja, okay. Alles klar. Gut. Und bauen konnten wir ja neue Batterien. Ne? Also falls wir da mal wieder hochkommen, können wir Ionenbatterien mit Ionenwürfeln bauen. Dafür brauchen wir allerdings dann auch viel Ionenenergie. Das heißt, wir können nachher noch ein bisschen hier abbauen. Gucken wir erstmal, was hier oben ist. Was liegt denn hier? Ein Fötus. Ach, ein Fötus von dem Imperator? Ach, das ist ja krass. Er sieht aber schon dem Drachen ein bisschen ähnlich, außer dass er... Ja, wobei. Ein bisschen gruseliger vielleicht. Aber sieht ihm schon ähnlich. Warte mal, was sagt denn das? Da, Seeimperator Fötus. Er wurde konserviert in einer Vitrine gefunden und war möglicherweise ein junges des erwachsenen Exemplars, das in dieser Einrichtung festgehalten wird. Wo? Physiologie. Die Oberfläche des Exemplars zeigt, dass er aus dem Abgewebe. Analyse. Es scheint, dass die Fremden versuchten, aus den Vitrinen produziert werden. Alles klar.
Ah, ist das etwa so ein Ei oder was? Ich sehe gerade Eierschale. Ich sehe sie jetzt nicht alle, also die ist mir ja wirklich relativ weg. Einmal pro Jahrhundert. Könnte nur einmal pro Jahrhundert nach. Vielleicht nur einmal im Leben. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Fenstern hier, dass da irgendwie plötzlich was erscheint. Das könnte mich killen. Also nicht in dem Spiel, sondern im wahren Leben. Gut. Sehe ich das richtig, dass hier jetzt nichts mehr ist? Seek fluid intake. Oh. Müssen wir ein bisschen hier. Scheiße, ey, wir haben nichts mehr, ne? Das ist nicht gut. Wir müssen gleich mal, glaube ich, nochmal zurück zum Rolf. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Weil wir haben nichts mehr zu essen und zu trinken. Ja gut, dann glaube ich, ist jetzt hier oben nichts mehr. Das hat... Boah. Wir bauen jetzt noch ein bisschen hier ab und dann gehen wir nochmal gerade zurück zum Rolf. Ist ja nicht weit. Und bleibst du bitte unten? Wie bin ich verpackt? Kann ich laufen? Was ist denn jetzt los? Ey, Krebs! Wieso sind jetzt hier Fische drin? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht springen, ich kann nicht laufen, ich kann nichts tun gerade. Ey, das ist doch Schwachsinn, ey. Ich werde jetzt hier nicht einen neuen Krebs bauen, ey, ganz ehrlich. Alter! War hier jetzt ein Buggy Game hier oder was? Der fährt auch nicht mehr runter hier. Warte mal, ich weiß, was ich tue. Wir wechseln mal gerade. Gucken, vielleicht ist das ja dann entbuggt. Nee, immer mal schwer hoffen, ey. Mist, der steht da aber immer noch so doof. Ah, er läuft aber wieder. Oh, ein Glück, ey. So, dann bauen wir die jetzt noch gerade ab, gehen dann zurück. Die füllen uns nochmal auf. Vor allen Dingen mit Wasser. So. Wo ging es raus? Hier unten, ne? Scheiße, ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie wir da zu Rolf zurückkommen, wenn ich ehrlich sein soll.
Ich wusste jetzt nicht, dass hier unten auch einer rumschwimmt. Ist das derselbe oder ist das ein anderer? Das würde auch erklären, warum wir eben diese Tentakel gesehen haben da drin. Wolf ist auf jeden Fall vor uns. Allerdings ist vor uns auch er. Den habe ich aber, als wir reingekommen sind, hier haben wir den nicht gesehen, ne? Den Spacko. Jetzt mal ernsthaft, ist das derselbe oder ist es ein anderer? Ich keine Ahnung. Aber hier oben ist doch zu, ne? Da ist dann, das ist schon eine Höhle, wo er ist. Wie kommen wir jetzt hier raus, ohne dass der uns komplett vernichtet? Er hat mich entdeckt. Bist du denn, Spinner? Ist das ein Scheiß Ernst? Oh, ich krieg Damage. Das ist doch blöd, ey. Jetzt ist der da die ganze Zeit, oder was? Oh. Ja, was machst du jetzt? Oh gut, der kommt einfach hier rein. Ja, bleibt uns nichts anderes, glaube ich, übrig, als jetzt halt da durchzujagen. Was sollen wir denn machen? Ganz ehrlich. Ich habe halt kein Wasser mehr. Nee. Ey, bist du irgendwie dumm oder so? Wir holen noch einmal einen Ionenwürfel und dann gehen wir. Ionica Fantastica. So. Jetzt gehen wir einfach. Warte. Soll schon voll sein. Und jetzt schnellstens zu Rolf. Auch direkt den Weg darüber. Da ist da der Hund drauf. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob wir da überhaupt lang können. Er hat uns. Er ist sowas von hinter mir her und schießt auf mich.
Aber glimpflich ausgegangen. Hat noch 100 Energie. Also entweder hat er nicht getroffen oder wir sind einfach richtig imbar. Hier könnte tatsächlich dieses Loch sein, wo wir mal waren. Hier gibt es vielen kristallinen Schwefel. Können wir mal was mitnehmen. Allerdings brauchen wir Rubine. Die gab es weiter oben, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir den Jump? Meine Güte. Da ist Rolf! Also es ist ein anderer hier, der direkt hier ist. Die Frage ist der genau derselbe oder muss ich den anderen ausscannen? Zwei übereinander. Untereinander. Immer. Oh. Okay. Haben wir schon mal ein paar Ionenwürfel? Haben wir. Machen wir Ionenwürfel hier rein. So. Dann gib mal Wasser. Mal was zu essen. War uns hier einmal gerade voll. Haben wir nur noch eine, die dürfen wir jetzt nicht versemmeln. Das ist auch einfach. Was ist denn das? Ah, ein Glück. Gut. Gut, wir sind voll. Holen wir uns noch ein Medikit mit. Haben wir? Zwei. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Ah, den wollte ich nicht essen. Aber wenn wir hier zurückkommen, ist halt auch nicht mehr viel hier. Ne? Das müssen wir halt auch bedenken. Ich muss irgendwas hier lassen. Ja, wobei, wir haben ja noch... Ne, alles gut. Wenn wir das mitnehmen. Ja, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Geleert haben wir uns. Gar nicht geguckt, ob da so Larven dran kleben. Also selbst wenn, dann haben wir halt 6 Batterien leer, aber. So, okay. Dann. Gehen wir mal wieder zurück. Zu ihmchen. Sag mal, sind die hier eigentlich, so. Ist das dein Ernst? Also... Bisschen buggy ist das Spiel schon, oder? Also, jetzt wissen wir, dass es zwei sind. Ich wollte wissen, ob ich den hier gescannt habe. Alleine eine Schüssel hier, ne?
er denn jetzt an? Er hat irgendwas getroffen. Dieser scheiß Greifarm. Wow, 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 wow. Er hat mich weggebomst. Habt ihr das gesehen? Er hat mich mit seiner Flosse richtig schön weggebomst. Ach, ein Arsch. Okay. Aber wir sind zurück in Sicherheit. Oh. Trinken. Was ist jetzt? Er geht wieder nicht. Was ist das? Kommt ihr nicht über die Kante? Leute, ey, was ist denn das für ein Buggy-Game jetzt hier? Also, es war sehr, sehr bugfrei, muss man sagen. Aber jetzt hier gegen Ende, jetzt bewegt er sich wieder nicht mehr. Was ist das? Hallo. Hey, bleib doch unten. Geht dann nochmal. Okay, gut. Leute, was machen wir? Wir waren da oben. Oh Gott. Und gehen jetzt hier hin, ne? Tafel hatten wir hier schon eingesetzt. Gucken wir mal, was hier ist. Hello. Anyone here? Gib mir nach einem Affen auf. Ein Hafen. Oder sowas. Denke ich. Kommt man denn da hoch? Da ist da auch eine Tür, oder nicht? Gehe ich mal mit dem Krebs hier rein. Leute, wieso sehe ich nichts? Ernsthaft? Ich glaube doch nicht allen Ernstes, dass ich da jetzt reinspringe. Leute, ob ich das tue oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und wie gesagt, eure Tipps werden mir nichts mehr bringen. Das ist nur noch Entertainment für euch. Keine Hilfe mehr leider. Weil ich jetzt gerade Zeit habe, im Bike aufzunehmen. So ist das leider manchmal. Ja. Werde ich da reinspringen? Werde ich nicht da reinspringen? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal. Niemals. Ciao.